Hallo zusammen, ein neues Video von mir und zwar könnt ihr es sehen, ich bin komplett ungeschminkt, ich bin gerade sozusagen aus der Dusche gestiegen und möchte euch heute meine Foundation-Routine zeigen und zwar die, die ich wirklich jeden Tag verwende, wenn es schnell gehen soll, wenn ich keine besonderen Anlässe habe oder so, also wirklich so für jeden Tag. Und ja, angefangen hat das Ganze dann natürlich mit dem L'Oreal Micellentechnologie Reinigungsfluid, wo ich mein Gesicht mit gereinigt habe. Dann habe ich mein Gesicht auch schon eingecremt und zwar mit der Olas Antifalten Sofortfeuchtigkeit und Sofortglätter. Mit dieser Pflege komplett im ganzen Gesicht aufgetragen. Und in der Zeit, wo das Ganze einzieht sozusagen, gebe ich schon mal den Painterly Paint Pot auf mein Augenlid. Das mache ich halt immer damit, ja, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken und ja, bereite dann schon mal die Augen vor. Ihr werdet auch gleich sehen, ich benutze keinen Concealer, weil ich so im Alltag eigentlich keinen Concealer verwende. Ich habe zwar meine Augenschwellung, die ich ab und zu auch mal abdecke, wenn sie zu schlimm sind, aber meistens ja, verschwinden die so im Laufe des Tages dann von alleine. Das ist halt meistens nur direkt nach dem Aufstehen, weil ich eben auch die Angewohnheit habe, auf dem Bauch zu liegen und natürlich mein Gesicht dann immer ins Kissen reindrücke. Deswegen sehe ich morgens immer so ein bisschen verknautscht aus. Aber ansonsten benutze ich eigentlich keinen Concealer. Oder wenn ich natürlich wirklich ein stark deckendes Make-up verwende, dann benutze ich auch Concealer. Gar nicht mal, um Augen Schatten abzudecken, sondern wirklich nur, um die Schwellung abzudecken. Aber so im Alltag lasse ich das sein. Ich benutze dann von Manhattan das Easy Match Make-up in der Farbe Soft Porzellan. Das ist die Nummer 30, die hellste Farbe, die es davon gibt. Gebe mir davon so ein bisschen, ja, so anderthalb, zwei Pumpstöße auf meinen Handrücken und nehme dann irgendein Bufferpinsel. Dieser ist jetzt von Rebecca Flöter, der Round Buffer. Und das stippe ich dann eben rein auf meinem Handrücken und verteile das erstmal grob im Gesicht. Ihr könnt es ja auch sehen, ich habe leichte Rötungen eben auf den Wangen, an der Nase und auf der Stirn hier in der Mitte. Und da gebe ich eben das meiste auch dann am Anfang drauf. Ich kann sowieso nur jedem empfehlen, gerade auch jungen Mädels, klatscht euch nicht so zu, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wenn ihr nicht unbedingt Akne habt, dann müsst ihr ja keine wirklich stark deckende Foundation verwenden. Und ja, gerade junge Mädels, finde ich, sollten sich noch nicht zu viel ins Gesicht klatschen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Ihr könnt sehen, jetzt verteile ich das Ganze eben. Ja, auch in den Ansätzen. Und man kann natürlich auch sehen, durch den Druck vom Pinsel, den man ja doch so ein bisschen ausübt, sind halt jetzt noch so ein paar Rötungen sichtbar. Da nehme ich dann einfach nochmal ein bisschen von der Foundation nach und gebe auf diese Stellen eben nochmal, hier ist ein Haar, nochmal so ein bisschen nach. Ansonsten finde ich eben, man muss im Alltag nicht unbedingt komplett makellos aussehen. Also so ein paar Pigmentstörungen, Pigmentflecke finde ich nicht schlimm, wenn das durchscheint oder eben Sommersprossen oder sowas. Natürlich, wenn ich Pickel habe, würde ich die auch abdecken.
Aber ansonsten reicht mir das so für den Alltag komplett aus. Es ist einfach nur ein bisschen die Rötung angeglichen. Dann nehme ich schon das Manhattan Clear Face Compact Powder in der Farbe 70 Vanilla. Das benutze ich sehr, sehr gerne im Alltag. Natürlich, weil es auch einen leichten Gelbstich hat, was eben Rötung nochmal so ein bisschen neutralisiert, obwohl es sonst eigentlich keine Farbe abgibt oder so. Und ich nehme von EcoTools den Kabuki-Pinsel, gehe da eben rein in das Puder und tupfe das dann eigentlich mehr drauf. Gehe auch immer über die Wimpern nochmal so drüber, weil es nicht schlecht ist, wenn die Wimpern auch so ein bisschen Puder abgekriegt haben. Und dann mache ich schon die Augenbrauen, weil das natürlich auch immer dasselbe ist. Ich kämme die Augenbrauen so ein bisschen in Form. Nehme dann von Catrice mein Eyebrow Set in der hellsten Farbe. Eben. Die andere ist ja auch gar nicht mehr drin. Und nehme dann eben so einen abgeschrägten, ja, eigentlich Eyeliner-Pinsel, der aber ziemlich breit ist. Und deswegen nehme ich den eigentlich immer, um die Augenbrauen so ein bisschen aufzufüllen. Das mache ich eben auch nur immer leicht, weil ich natürliche Augenbrauen eigentlich auch immer schöner finde als aufgemalte. Würde jetzt noch ein Augenbrauengel drüber geben und dann war es das schon. Das ist praktisch die Routine, die ich jeden Tag mache. Und ja, alles andere natürlich Augen-Make-up, Rouge und Bronzer oder sowas oder Contour. Highlighter, das kommt dann eben erst im Nachhinein und das variiert natürlich auch ständig, aber das ist das, was immer gleich ist und von daher könnt ihr dann, wenn die nächsten Videos jetzt kommen, immer praktisch dieses Video euch vorher denken und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Däumchen da. Wir sehen uns wieder, habt einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüss.